Nein. Oh mein Gott, nein. Ich wollte einen auf cool machen, das letzte Auto. Nein. Nein, nein. Nein, Bruder. Ich fass es nicht. Nein. Ey, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Oh mein Gott. Ey, bei Gott, Digga, ne? Es kann, ich schwör auf alles. Ich fange die Folge erst gar nicht an. Ey, ich wollte extra abwarten. Ich knall gegen die Wand. Oh mein Gott, 6 Minuten Lebensverschwendung. Bruder, das kann nicht wahr. Ich schwör auf alles, Digga. Das ist gerade zu hart, ne? Das ist zu verdammt nochmal hart, Alter. Ich muss jetzt alles von... Ey, 6 Minuten für den Arsch, Digga. Ey, ich komme nicht mehr raus, bei Gott. Ich komme nicht mehr raus aus dieser scheiß verdammten Drecksgarage. Bruder. So, mach jetzt die scheiß Garage zu. Ey, ich krieg zu viel, Leute. Das kann nicht wahr sein, Mann. Einfach, wir haben wieder nur noch 3 Minuten Zeit, weil irgendwie dauert das so lange, die Scheiße. Wir müssen hier raus und warten, bis die Scheiße... Guck mal, die Garage geht nicht zu. Die Garage muss zugehen. So, steig aus und geh nach draußen. Ja, boah, Digga, ich werd's wieder nicht schaffen. Ich seh schon, komm, 3 Minuten Zeit nur noch. Leck mein Arsch. Ey, die fahren wie gottlose... Sorry, aber... Ey, ich habe nur noch 30 Sekunden Zeit, ne? Wieder nur noch 30 Sekunden, Alter. Diese Schwanz, Alter, dieses Dreckspiel. Ey, ich schaff's nicht, ne? Ich schaff es nicht. Ich werd's nicht schaffen, wieder. Bitte, bitte. Bruder, das wird jetzt sehr knapp. Komm, bitte, bitte. Oh mein Gott, 15 Sekunden. Nein, nein, nein. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, mein Gott. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Mach die scheiß Garage. Oh, guck mal, der fährt da rein wie ein... Reparier den Wagen. Das verdammte, gottlose... Von... Für... It is impossible to overestimate the importance of etiquette. Und jetzt rede... It is impossible to... Halt die Fresse, Alter. Digga, kannst du mir jetzt mal sagen, warum ich jetzt noch 1 Minute Zeit habe? Für diese scheiß Drecksmission, Alter. So, hier, lass dieses scheiß Auto hier stehen. Ich krieg die Krise, einfach 12 Minuten verschwendet, Digga. Einfach 12 verdammte Drecksminuten verschwendet. So, ist jetzt wenigstens noch ein Auto hier drin? Ja, Garage geht nicht mehr auf, der Schwanz, Alter. Ich geb dem 3 Autos für 100 Millionen, da kann man Eier lecken. Ja, komm, nächste Mission, ey. Ach ja, nee. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. Heute gibt's keine Begrüßung, nein. So, nächste Mission. Ich bin wieder so auf 180, Alter. Der Paparazzo, oh mein Gott, ich mach ein Foto von dir. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted boy. Ja, Urlaub, Digga, im Sexurlaub sind die, Alter. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Sink his career. Santara, Santara, Karia, Santara, da, da. Ja, ja, scheiß Polizeiboot klauen, Alter. Können die ja nicht schwimmen. Schaden. Was für ein Schaden, Digga. Einziges Schaden ist, den ihr... Boah, oh mein Gott. Ja, stark. Sehr stark. Oh mein Gott, ich trinke Hilfe. Digga, ist einfach Wasser, schwimm doch, du Vollidiot! Drücke L1, um die Bordkanonen abzufeuern. Was ist das denn jetzt für eine Drecksmission, Alter? Bruder, die kann ich direkt skippen, ne? Bei Gott. Die kann ich direkt skippen, Digga. Das ist wieder die größte Haufen Dreckmission, die es gibt. Guck mal, wie langsam der auch noch fährt mit diesem Kackding, Alter. Warum trifft er denn hier nichts? Wohin schießt er denn überhaupt? Zur Seite, nach vorne? Ich check gar nichts, ne? Schießt er zur Seite, nach vorne. Woher soll ich das denn wissen, wie dieser Schwanz schießt? Zur Seite, nach vorne. Ja, es macht nur bing, 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 bing. Schaden? Was für ein Schaden? Ach so, der Wagen soll Schaden machen. Ah, okay. Das soll kaputt gehen, ich verstehe. Ja, okay, okay. So ist richtig, so ist richtig. Ja, komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Lass ihn gegen die Wand knallen, komm. Ja, oder ist das unser Auto? Ich habe keine Ahnung, Digga. Aber ich glaube, das ist sein Auto, weil der kriegt ja jetzt Schaden. Okay, ja, 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 genau so. Ja, ja, ja. Weil wenn das jetzt die einzige Mission ist, ne, bei Gott. Wenn das jetzt die Mission war, ich dreh durch. Wenn das jetzt die Haufen Drecks... Wahnsinn, was eine krasse Mission. Ich kann nicht mehr. Bruder, Alter, das sind ja Kindergartenmissionen hier. Oh yeah, ich bin der Gangster, der nicht redet im Spiel und trotzdem alle auseinander nimmt. Oh. Der Vogel, Alter, geht er mir auf den Sack. Zahltag für Ray. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Was ist einfach aus wie so ein Anime-Ding, Alter. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Die hat einfach Schuhgröße 45. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Instructions.
Junge, Alter, die bewegt sich einfach wie so ein Geigenmensch, Alter. Wahnsinn. So ein wieder 4 Minuten auf Zeit. Ach, geil, Digga. Wieder auf Zeitmission. Den liebe ich ja bei diesem GTA. Wahnsinn. Okay, Leute, bis gleich. Du Vollidiot, Alter. Habt ihr den gesehen? Springt. Ja, und die wieder Frau mit der Tüte ist wieder auch vor auf mich geflogen. Wahnsinn. Was ich machen? Den überfahren oder was? So, nee, ist ein Telefon. Muss ich kaputt machen? Nee, ich muss dran gehen. Oder guck mal, das wackelt, das Telefon, bitte. Hör, wie das gewackelt hat. Ding, 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 ding. Get to the phone in West Belleville Park. Okay. Boah, jetzt werde ich hier herumschikaniert, Alter. Boah, guck mal, den Burger an der Wand. Oh, geil. Oh mein Gott, ich hätte gerade so Bock auf einen richtig geilen Burger, Alter. Oh, ich hätte so Bock auf den Burger. Warte mal, ich glaube, ich bestelle mir jetzt echt einen, Digga. Lieferando. Danke, danke, da, danke, danke, da, danke, 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 da, danke, danke. Oh, mein Telefon war schon hier. Da ist ein Telefon. So. Komm zu dem Schwanz, der da hinten steht. Ich werde die einfach herumschicken. Boah, Bruder, was ist das für eine Mission? Hatten die Macher da in dem Moment keine Idee, was sie einbringen sollen ins Spiel? Ich sehe schon, komm, genau am Ende, wenn ich durch bin, steht da 10, 9, 8, ja, Zeit abgelaufen. Wenn hier bei der Mission wieder die Zeit abläuft, kriege ich die Krise, ne? Ich fahre schon so schnell, das kann gar nicht sein. So. Wieder Telefon. Wer sagt jetzt nochmal, komm dahin. Digga, was ist das für eine Scheißmission? Haben die Langeweile gehabt, die Erfinder, oder was? Einfach Herumschikanierung hier, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ah! Boah, Digga, wie die rumschreien, Alter. Als ob man den 3 Hände abgeschnitten hat. So, weh, das nicht das letzte Telefon, ne? Dann kriege ich aber echt die Krise. Bitte nicht, hör auf, sag es nicht. Ah, diese Toilettenanlage. Ich schwöre es dir, ich erinnere mich noch, wo man sich irgendwo da bei so einer Toilette getroffen hat, ne? Okay, Zeit ist abgelaufen. Genau, hier war irgendeine scheiß Toilette. Oh mein Gott, mein Wagen brennt. Irgendeine scheiß Toilette war hier. Ich weiß es noch, 100%. Zu 100%, ich weiß es noch, Freunde. Da war irgendeine scheiß Toilette. Das ist, wisst ihr, was das hier gerade ist? Das ist der Central Park in New York auf Wish bestellt. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott, guckt euch die Wiese an. Die Toilette war irgendwo im Untergrund. Ich weiß es noch. 100%. Ja, ja, da geht's runter. Krass, warum erinnere ich mich noch an diese scheiß Mission hier? Muss ich den nicht abballern oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss den abballern, ne? Irgendwie so war das. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. Oder hat der einen Kopf, Alter? Sieht aus wie der Kobold von Spider-Man. Muss ich den jetzt irgendwie töten oder so? Irgendwie war das doch so. Mission erfüllt? Nee, aber... Ah, okay. Hä? Digga, lass mir die Mission hier machen. Ich bin doch drauf, du Hundesohn. Das Schweigen des Verräters. That scumbag, McCaffrey. Digga, lebt er in der Toilette oder was? He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns dead evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Touch that place. That's it. Flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Ach, geil, Digga. Okay, so. Sieh dir das Zeugenschutzgebäude an. Okay, bis gleich. Junge, Alter. Stell dir mal vor, die haben das eingesprochen. Die ganzen Inder da, wo das Spiel rausgekommen ist. Und dann hängen die vor ihrem Mikrofon und sagen... Oder... Hey, Moran! Digga, die müssen sich doch dumm vorkommen, oder nicht? Seid mal ehrlich, Alter. Wahnsinn, Alter, ehrlich. Ja, was schießen diese Schwänze auf mich? Dann müssen wir wieder hier hin und dann dahin. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott, müssen wir nicht da irgendwie jetzt eine Granate reinwerfen? Bei Gott, ich erinnere mich sogar. 100%. Stimmt. Ja, geil. Ey. Irgendwie war das doch. Aha. Okay, warte. Digga. Wie werfe ich die nochmal da rein? Digga, der wirft. Hä? Kann man nicht zielen? Mein Gott, du kleiner Vollidiot, Alter. Ist der zu dumm?
Er wirft das nicht rein. Mein Gott, was soll ich machen? Stark. Die war gut geworfen, fand ich. Warte mal. Ey, wie soll ich das denn reinwerfen, Chat? Kannst du mir das mal jemand sagen? Was ist das für eine verdammte Dreckscheiß-Mission? Ey. Ja, geil, zwei Leben nur noch. Ey, mein Gott, ich krieg die Krise, ne? Ich krieg die Krise. Warum wirft er das da nicht rein, Chat? Sag mal bitte, warum? Ich ziele doch. Ich ziele doch. Ja, geil. Ich bin gleich selber tot, ne? Ey, wie... Ah, ja. Nein, der war fast drin. Ich schwöre, der war fast drin. Ja, der ist drin, Leute. Junge Mann. Bruder. Ja, geil. Köpf dir McAfee vor. Ja. Hammer, Bruder. Geil. Und ich hab einfach... Oh, oh. Bruder, Polizei ist da. Ich brauch schnell ein Auto, Digga. Schnell. Yalla, 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 yalla. Nein, nein, nein. Schieß nicht, schießen. Nein, nein, ich will mich nicht treffen. Geh rein, geh rein. Wo ist der denn? McAfee ist entkommen. Ach, Bruder, Digga. Ist das eine Kacke. Wo soll ich wissen, dass da noch ein Schwanzlutscher da rauskommt, ey? So, guck jetzt, direkt erster Wurf geht rein. Das war ja ungefähr, ich würde sagen, hier war das so, ne? Ja, boah, direkt mit dem ersten Wurf, ich bin der Beste. Knöpf dir McAfee vor. Wie schluckt sein scheiß Auto denn? Ey, ey, schnell, 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 fahr. Nur beeil dich doch mal, du Vollidiot. Nicht, dass der entkommt, der Schwanz. Ja, ja, der ist da hinten. Ja, guck mal, was für ein Vollidiot. Er wendet einfach. Wie kann man denn so dumm sein, Alter? Guck mal. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich hab den einfach ins Wasser gekickt. Den Schwanz, Alter. Geil, ey. Junge, wie gut war das denn? Wie gut war das denn, Leute? Guck mal hier, der perfekte Stunt-Typ bin ich jetzt. Zack. Guck mal, wie gut ich hier fahre. Guck mal, perfekt zur nächsten Mission. Perfekt. Besser geht's gar nicht. V-Mann Tanner. Tanner, der Türke kommt. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Make him bleed. Ja, bring ihn zum Bluten. Und da steht Knöpfchen die vor. Deutsche Übersetzung wieder on point. So, wir sind da. Wir sind da. An dem schönen Casino. Ach, geil, Digga. Er rennt, er rennt, er rennt. Oh mein Gott, guckt ihn euch an, er rennt. Ich werde mir aber keine Waffen mehr kaufen. Ich meine, ich soll mir keine Waffen mehr kaufen in dem Spiel. Mach ich ja doch nicht. Schaden. Wow, ey, guck mal, seid mal ehrlich, was sind das für Pipifax-Missionen? Sorry, aber... Freunde, das ist... Der Wagen kaputt. Er rennt und ist tot. Bruder, wollt ihr mich verarschen, Digga? Bin ich im Kindergarten hier oder was? Was sind das für Missionen hier? So, wir gehen jetzt direkt hier zum Car, machen die nächste Mission. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Nein, klau ein Yardi-Wagen, Freunde. Oh mein Gott, kennt ihr noch die Mission? Was wollt ihr denn die Polizei hier für... Also besser kann man eine Mission nicht starten. Wir brauchen jetzt den Yardi-Wagen. Oh mein Gott, der Yardi-Wagen. Ist das ein Yardi-Wagen? Yardi? Ist das ein Yardi? Yardi! Es ist kein Yardi, aber verpiss dich doch mal, Polizist. Ja, wo soll ich denn jetzt einen Drecks-Yardi-Bacardi-Wagen herkriegen, Alter? Das ist die dümmste Mission, die ich jemals gesehen habe. Ich meine, der war so ein bisschen rot, dieser Scheißwagen, oder? Warte mal. Ich muss mal gucken hier ein bisschen. Das könnte aber auch einer sein. Ich meine, das ist ein Yardi-Wagen, oder? Ist das der? Bitte. Yardi! Es ist kein Yardi-Wagen. Ja, Gott, ja, verpiss dich doch, die Polizei hier. Digga, wo soll ich den scheiß Yardi-Wagen herkriegen, Bruder? Ja, das war der 100%. 100% war das ein Yardi-Wagen. Ey, warum kommen so viele Polizisten auf einmal? Verpisst euch, Mann. Schwanzlutsch. Ja,
Reifen ist der Wagen unbeweglich. Ja, mach Platz, mach. Guck mal, wo der hinrennt. Er nimmt den Polizeiwagen. Ey, wie kann man so ein dummer Schwanzlutscher sein? Wie kann man so dumm sein? Nimm diesen scheiß Yardi-Wagen. Hole deinen Kontaktmann ab. Digga, es ist ein Stern. Polizei verhält sich so, als wären vier Sterne. Was ist das für eine Scheiße hier, ey? Meine Güte, Bruder, dieses Spiel. Ne, es ist wirklich der blanke Horror. Drecks. Yardi-Wagen. Oh, Yardi. Dieser Kackwagen, ey. Aber wer ist schon wieder aggressiv heute, ne? Er hat Palm geschrieben, zock doch mal GTA wieder auf PS2-Version. Spannend zock ich das auf PS2-Version, Alter. Ja, und Polizei ist auch noch da, Digga. Ey, ey, ey. Steig ein, du Hundesohn. Boah, diese... Ey, gleich ist der Kontaktmann tot, ne? Steig doch ein. Guck mal, wie der Polizei... Der Schwanzpoliz... Der Kontaktmann ist tot. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Aha, guck mal, Ernesto, wieder ein Yardi-Wagen. Es ist kein Yardi-Wagen, ne? Es sah aus wie einer, Mann. Allerdings keine Polizei mehr da, ey. Boah, ist das eine nervige Scheißmission. Genau an die kann ich mich auch noch erinnern, ne? So ein Kack-Yardi-Wagen. Yardi, wo bist du? Da ist er. Oh mein Gott, ne, das ist ein, oder? Ist das einer? Ne, ist er nicht, ne? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Wie sah der denn aus, dieses Drecksauto? Da ist er. 100%, oder? Nee. Wieder nicht, oder? Ja, doch, das ist er. Das ist der Yardi-Wagen. Das ist er. Verarschen könnt ihr mich selber nicht. Das ist ein Yardi-Wagen. Ja, ein Bacardi oder Yardi. Bleib stehen. Sieht zwar ähnlich aus wie der, aber das ist der Yardi-Wagen. 100%. Von welcher Schwanzlutscher kommt da mit seinem Baseballschläger? Verpiss dich, Alter. Oh, steig ein, du Vogel, Alter. Ja, natürlich, er wird nur mit einem Yardi-Wagen abgeholt. Ja, soll ich dich auch direkt einen Lamborghini abholen oder was? Meine Fresse, Alter. Treffen wir auf den Krankenhausparkplatz in Rashford statt. Was für Rashford? Junge, mach doch mal Platz. Warum ist so viel Verkehr hier in diesem Dreckspiel? 21 Uhr, habt ihr alle keinen Feierabend oder was? Boah, Bruder, dieses Spiel macht mich heute richtig aggressiv. Na, heute bin ich echt auf 180 wegen diesem Kackspiel, Alter. Ja, wie soll ich da runterkommen? Wie soll ich da runterkommen, hä? Oh mein Gott, ist denn nicht heute jetzt gleich so eine dicke Ballerei oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie erinnere ich mich gerade so leicht zurück an diese Stelle hier. Drück auf die Hupe, damit der... Oh mein Gott, das ist ein Hinterhalt! Oh mein Gott, mein Wagen brennt. Stell weg, renn weg, 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 weg. Hallo, ey, berück. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Digga, gleich stirbt der Kontaktmann. Ich sehe schon kommen, ne? Ist das der Kontaktmann? In seine Eier, Bruder. Oh, der wackelt. Warum stirbt der nicht? Ach so, der Aktenkoffer soll ich dann nehmen. Okay. Bring die Aktentasche zum Casino. Ah, ich ja wusste doch, irgendwas war ja mit einer Scheißballerei, ey. Oh mein Gott, ein türkiser Yardi. Big Boy Yankee Boy. Big Boy Yankee Boy. So, da sind wir doch angekommen. Stopp. Kenjis. Oh, Kenji Ramadayade. Könnt ihr die Treppen hochgehen? Einfach Michael Jackson-like. Boah, Krankenwagen. 25k. Okay, komm, wir machen noch ein, zwei Missionen hier, ganz entspannt. Meine Güte. Guck mal, dieser scheiß Schluck auf, Alter. Ich muss mich echt beruhigen in diesem Spiel, ne? Weil das macht einen echt wahnsinnig, dieses Game, ne? Ehrlich. Das Game macht einen so wahnsinnig, ey. Die Gang. Ich komme mit der Gang. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Wir öffnen jetzt das Casino Accounts. Ich kann nicht mehr, der Typ, ne? Kannst du keinem erzählen. Das ist echt lustig. Okay, komm. Wir müssen jetzt, was muss er machen? Müssen wir aber statt ein Yardi einen Bacardi-Wagen? Tupac lebt. So, was soll ich jetzt den Koffer da mitnehmen, oder was? Ah, liegt einfach auf der Straße im Koffer, ne? Aktentasche ein. Ey, guck mal. Also bei aller Liebe, ne? Aber ich kann euch jetzt von direkt Anfang an sagen, GTA San Andreas war mit Abstand das beste GTA von allen. Dann kommt Vice City und dann kommt das. Also das Game fühle ich irgendwie gerade gar nicht so. Weil, oder wenn ich mal das sich genau angucke, Digga, es sind so komische Kackmissionen leider. Also GTA 3 ist in meinen Augen mit Abstand das Schlechteste. Ihr könnt da mal in die Kommentare schreiben, was eure Reihenfolge ist, was ihr sagt, was ihr auf der 1 seht, was ihr auf der 2 seht und auf der 3 seht. Also für mich ganz klar, so wie ich es gerade gesagt habe. Ganz klar mit Abstand. So, Vice City war auch ganz cool, aber San Andreas, diese
Gang-Mentalität, die Story dahinter, die war schon mit Abstand am geilsten. Mit CJ, Groove Street, das war wirklich legendär. Kann man sagen, was man will. Um einiges besser als das, definitiv. Klar macht's auch Bock, das Spiel, keine Frage. Aber dadurch, dass die ja einiges auch einfacher gemacht haben und so, ja. Also ich fand, das war halt mal dieser Reiz, diese Missionen waren so schwer. Du wolltest es unbedingt packen, dann stirbst du, regst dich auf. Aber hier kommen wir fast in einem Gang durch. So klar, ein paar Mal passiert auch ein bisschen Scheiße und so. Aber des Öfteren ist das ja komplett easy, oder? Was sagt ihr dazu? Bob. I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just dragged up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Wen soll ich bestrafe? Die verantwortliche Gang und stelle das Schutzgeld sicher. Okay. Aber hinten ist die Gang. Okay. Cool in the Gang. Guck mal jetzt, Freunde. Dadurch, dass wir ja schön die Sniper noch haben, können wir ja ganz easy... Ja, gut getroffen. Habe ich den getroffen? Hä? Ich bin ja gar nicht getroffen. Zack. Zack. Erlebt er noch? Ah ne, der Koffer ist am Leben. Der Koffer ist am Leben. So, okay, komm. Mal ein bisschen Action hier. Wirf mal die Granate dahin. Genau so. Zack, nochmal, komm, zack. Zack, haben wir. Koffer haben wir. Easy. Bring das Geld zum Casino. Boah, Bruder. Die Mission, ne? Ey, es ist einfach mehr fahren als zocken, ne? Wirklich. Mehr fahren als spielen. So, wir sind da, Leute. Und haben das Geld reingebracht ins Casino. Komm, eine Mission geht noch. Komm, eine geht noch, ihr Schweine, Alter. Mach mal eine noch hier. Bruder, Wahnsinn. Wahnsinn. 10.000. Ey, der ist ein bisschen geizig, der Kenji. Der gönnt nicht so wie die anderen. Die anderen zahlen mal 150.000, mal 200.000. Der Kenji, der ist ein bisschen geizig, ey. Egal, machen wir weiter. Komm, next mission. Wir kommen auf jeden Fall echt gut voran. Die Abrechnung. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. How fitting you should choose this moment to show your worthless faith. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardi pushes line Liberty streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me, I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Das fuckt aber auch wirklich so ab, ne, dass der da gar nicht redet. Du musst mindestens 8 Jahre die Dealer außer Gefecht setzen. Boah, 8 Stück, Bruder. Und wo sind die alle in Timbuktu, Alter? Wahnsinn. Okay, Leute, bis gleich. Oh, wenigstens ein geiles Auto. Ich finde, das ist das geilste Auto im Spiel, das hier. Das hat so einen Antritt. Alter, der Wagen ist so geil und so schnell. Merkt ihr das? Boah, Bruder, der ist so beweglich. Guckt euch das an. Das ist so krass. Ich hoffe, in jedem Yardi-Wagen sind 4 Leute drin. Wir haben noch 50 MP-Schuss. Guck mal, durch die Lücke hier. Wow. Wo sind die Yardi-Dealer, hä? Zack, habe ich. Dealer erledigt. Let's go. Der erste, wo ist der zweite? Muss ich hier wieder in den scheiß Park rein, Alter. Da ist der zweite. Zack. Dealer erledigt. Jawohl, guck mal, die tauchen den gerade auf. Was? Also können die nicht mal ein bisschen schwierigere Missionen machen? Das ist ja wirklich, es ist Pipifax. Das ist so Pipifax. So, und wie soll ich die Mission... Zack, Dealer erledigt. Wie soll es Pech geben oder wie soll ich verkacken bei Missionen, wenn die Missionen einfach Pipifax sind? Wisst ihr, wie ich meine? Aber ja, wir machen jetzt kurz die 8. Ja, geil. Guck mal, perfekt, jetzt geht Controller aus. Wahnsinn. So, der nächste, zack. Wir haben 4 Stück, 8 Stück brauchen wir, glaube ich, ne? So, Nummer 5 ist hier, zack. Da ist Nummer 6, zack. Ein Yardi ist weg. Ja, 2 Stück nur noch. Guck mal jetzt, mit vollem Anlauf, Digga. Mit vollem Anlauf werde ich jetzt so auf den drauf fahren. Guck mal jetzt. Ja, ja. Seht ihr ihn? Wo ist er? Da ist er. Boah, guck mal jetzt, Freunde. Boom. Boom. Boah, schnell vor, ich falle jetzt ins Wasser, Digga. Ich würde durchdrehen. So, einer fehlt noch. Was? Warum ist die Mission fehlgeschlagen? Hä? Ach, Bruder, Alter. Das Spiel, ne, es macht gar keinen Sinn. Ich schwöre, alles echt. Wen wollen wir verarschen, Mann? Hey, Borat! Komm hier, den nächsten Yardis, Bacardis. Guck mal, die sind alle hier auf einem Fleck. Zack. Guck mal, einmal und der nächste ist hier vorne. Und hoppa. Komm, 2 Stück fehlen noch. Ich glaube, weil ich zu langsam war anscheinend. Ja, wo ist der denn, Digga?
Einfach auf dem Krankenhaus oben drauf oder was? Ja, wo ist der Schwanz hin? Der wollte mich verarschen, dann tut der hier chillt. Digga, der ist einfach auf dem Dach, dieser kleine Hundesohn. Oder ich fass es nicht, ne? Einfach da auf dem Dach, ich geh kaputt. So, komm, einer fehlt nur noch. Ein einziger. So, komm. Zack, yalla, 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 yalla. Komm, fahr, fahr, fahr. Oh mein Gott, der Schwanz ist über mir. Der ist einfach über mir und ich bin drunter. Es sind nur noch zwei Stück da und ich brauche wieder nur noch einen, ne? Und der Schwanz, der Hundesohn, war einfach unter mir. Das ist der letzte. Bei Gott, wenn die Mission jetzt fehlt, vielleicht könnten mir die Eier lecken, wirklich. Ja, klar, jetzt überschlägt er sich noch hier. Aber ach, fick dich. Ja, tschüss, haut rein, Leute, das war's. Tschüss.